Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute bei der neuesten Preview dabei seid und schwer zu erkennen ist es nicht, dass es sich hierbei um ein britisches Schiff handelt und zwar, um ganz genau zu sein, um einen britischen Tier 7 Premium Kreuzer. Und wer es jetzt noch nicht weiß, den zeige ich es jetzt und zwar ist es die HMS Belfast. Ja, dieses neueste Schiff wird bald in den Laden erhältlich sein und daher will ich euch da so mal ein bisschen heute was davon zeigen. Aber in gewohnter Manier schauen wir uns erstmal das Schiff an. Bevor wir uns aber jetzt das Schiff anschauen, würde ich euch noch ganz kurz etwas zur Historie sagen. Und zwar, die HMS Belfast ist ein britisches Kriegsschiff, das heute als Bestandteil des Imperial War Museums auf der Themse in London verankert ist. Die Belfast gehört zur Town-Klasse, hat die taktische Kennung C-35 und war der größte leichte Kreuzer der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg. Schon kurz nach dem Beginn des Krieges im November 1939 lief die Belfast auf eine deutsche Magnetmine. Die Reparaturen und Umbauten dauerten 3 Jahre. Sie wurde danach unter anderem zur Begleitung der Nordmeergeleitzüge JW53, JW55B, JW56A, JW58 und RA53 eingesetzt und spielte eine wichtige Rolle bei der Versenkung des deutschen Schlachtschiffs Scharnhorst. Bei der Landung in der Normandie im Juni 1944 beschoss die Belfast den Küstenabschnitt, an welchem das 2. Bataillon der Royal Ulster Rifles landete. Im Koreakrieg beschoss sie 1951 in Verband mit anderen UNO-Einheiten nordkoreanische Stellungen, unterstützte damit Wiedereinheiten der Royal Ulster Rifles. Sie verschoss in kurzer Zeit mehr Granaten als im 2. Weltkrieg in Summe. Sämtliche Geschützrohre waren ausgeschossen und mussten ersetzt werden. Ja, im Jahr 1965 wurde die Belfast außer Dienst gestellt und 1971 zu einem Museum umgebaut. Denkt, das ist doch eine ganz interessante Historie, die dann damit auch endlich mal Einzug in das Spiel einhält, weil die Historie bei den Briten, die fehlt ja noch aktuell so ein bisschen. Wenn man hier auf das Thema Forschung sieht, da sieht man, aktuell gibt es 2 Schiffe, die Belfast jetzt das 3. und hoffentlich auch bald dann der gesamte Tech Tree dann passend dazu. Aber jetzt schauen wir uns das Schiff an. Und natürlich starten wir, wie soll es anders sein, mit den Modulen. Und da sehen wir gleich eine ganz starke Besonderheit. Und zwar, wir haben bei dem Schiff einen Nebelwerfer am Start. Hier durch den Kapitän habe ich sogar noch eine weitere Ladung. Also hier der Nebelwerfer, den man natürlich auch auf den Premium-Verbrauchsgut nutzen kann. Hydroakustische Suche und doppelt gemoppelt im Prinzip dann das Überwachungsradar. Also das heißt, man kann hier wirklich die Zerstörer zur Weißglut bringen. Weil entweder funktioniert die akustische Suche oder im Zweifel nämlich halt einfach das Radar. Also das ist beides sehr unangenehm und ganz klar ausgerichtet dafür, die Zerstörer aus dem Spiel zu nehmen. Verbesserungen? Hier wie immer, ich zeige euch einfach nur, was ihr verbauen könnt. Ich selbstverständlich werde wieder ohne Verbesserung zocken, denn ich will euch einfach immer zeigen, wie ist das Schiff in seiner Standardausführung. Gut, wie schaut es da drüben aus? Trefferpunkte, 35.700, Torpedoschutz, Schadensverringerung 4%, die Panzerung, sehen wir uns hier auch nochmal genau an, da seht ihr Zitadellen 114 mm, hier oben Panzerungsdicke 114, hier überall 19 mm, der Aufbau der Türme wie folgt, also da denke ich mal, aber gerade das Thema Zitadelle, ihr seht's, ist da schon recht gut zu beschießen über eine lange Fläche des Schiffs. Also da solltet ihr wirklich aufpassen, dass man da nicht euch so einfach knackt. Die Artillerie, 152 mm. Auf die genauen Zahlen gehe ich auch gleich nochmal ein im Vergleich zu den anderen Schiffen. Die Flugabwehr hat hier 154 Schaden bei 3,5 km und 79 Schaden bei 5 km. Manövrierfähigkeit und die Verborgenheit. Wie gesagt, gleich aber nochmal im Detail. Das Äußere, da will man natürlich immer schauen, wie sieht denn das ganze Schiff so aus. Also das ist die normal klassische Tarnung. Dann kann man die Typ 1 nehmen. Man kann die Typ 2 noch drauf klatschen. Die Typ 5. Und auch noch die Typ 6. Aber wie gesagt, so ist das ganz klassische Korsett dieses Schiffs. Jetzt aber noch zum Wettbewerbsvergleich. Ja, vergleichen werden wir das Ganze hier mit den 2 anderen Premium-Kreuzern, die es noch so gibt. Zwar Indianapolis
und Atlanta. Natürlich hätte man die Flint auch zum Beispiel mit reinnehmen können, aber dadurch, dass die Flint nicht so leicht einfach zu kaufen ist, habe ich mich entschlossen, mal die anderen beiden hier reinzunehmen. Und da sehen wir jetzt gleich ganz schön, dass da die Belfast sehr eigenständig ist, so wie die Indianapolis und die Atlanta auch. Also da kann man jetzt nicht sagen, das eine Schiff, wenn man hat, braucht man die anderen beiden nicht mehr, weil jedes Schiff ist da sehr einzigartig. Aber wir schauen uns jetzt mal an. Trefferpunkte hat die Belfast am meisten mit 35.700. Da ist die Atlanta deutlich unterlegen, knapp 8.000 weniger, 8.200, um ganz genau zu sein. Die Indianapolis aber auch nochmal 3.200 weniger. Die Panzerung, da sieht man, da ist die Belfast im Mittelfeld, da ist die Indianapolis stärker, die Atlanta ist schwächer, also in dem Fall Punkt an die Indianapolis. Torpedoschutzschadensverringerung ist die einzige Schiff, was hier Torpedoschutzschadensverringerung überhaupt hat. Die anderen beiden haben es gar nicht, also von dem her Punkt Belfast. Artillerie, da sehen wir, alle drei haben verschiedene Kanonenarten und auch Größen. Die Indianapolis hat 3x3 203 mm, die Belfast 4x3 152 und die Atlanta 8x2 127 mm. Und das ist auch der ganz große Unterschied, dass alle drei Schiffe so verschiedene Kanonen haben. Die Hauptreichweite, die Atlanta ist natürlich da die absolut schwächste mit 11,1 Kilometer, die Belfast 15,4, schon deutlich besser, aber die Indianapolis mit 16,9 ist da der König. Flugabwehr, beziehungsweise eines muss man noch einstreuen, man sieht es ganz gut hier im Bild, die Atlanta ist dafür aber auch das einzige Schiff hier im Vergleich, was Torpedos hat. Mit 4,5 Kilometer jetzt zwar nicht meilenweit, aber natürlich kann es ab und an mal den Unterschied ausmachen. Also das darf man ganz klar sagen, Punkt Atlanta. Flugabwehr, da sind jetzt alle drei auf einem sehr ähnlichen Niveau. Die Atlanta 57, die Belfast, hier habe ich noch ohne den Kapitän, deswegen da 55, aber die sind in Summe fast auf demselben Level, also beide so um die 55. Die Indianapolis ist aber da deutlich abgeschlagen mit 46. Manövrierbarkeit, Höchstgeschwindigkeit 32,5 Knoten machen sie alle. Dafür dreht die Atlanta und die Indianapolis deutlich schneller bzw. deutlich kleiner, nämlich mit 610 bzw. 620 mm. Die Belfast braucht dafür 680 mm. Das stellt sich auch bei der Ruderstellzeit da. 9,6 Sekunden ist hier der höchste Wert. Die Indianapolis liegt bei 9,1 an und die Atlanta sogar bei 8,4. Erkennbarkeitsreichweite, da ist die Atlanta und die Belfast sehr ähnlich. 10,7 zu 11 Kilometer, die Indianapolis mit 13,4 deutlich abgeschlagen. Wobei die beiden Indianapolis und Belfast aus der Luft bei 8,1 aufgehen. Die Atlanta erst bei 6,4, also das ist natürlich da ein deutlich besserer Wert. So, und jetzt noch zu den Kanonen. Die Kanonen, da sehen wir den ganz großen Unterschied schon direkt bei der Ladezeit. Indianapolis ganze 15 Sekunden, Belfast nur noch die Hälfte, 7,5 und die Atlanta sogar nochmal 3 Sekunden weniger, 4,5. Dauer für die 180-Grad-Kehre, auch hier deutliche Unterschiede. Indianapolis 30 Sekunden, Belfast 25,7, also gut die 4,3 Sekunden schneller, aber ja, die Atlanta mit 7,2 ist natürlich da absolut der King. Die Streuung ebenfalls Atlanta, 98 Meter, die Belfast 139 und die Indianapolis sogar 150 mm. Der Schaden ist natürlich da dementsprechend 2,8 maximal Indianapolis, 2,1 Belfast und lediglich 1.800 bei der Atlanta. HE-Granaten natürlich. Die Brandwahrscheinlichkeit, auch das ist ein Thema. Natürlich aufgrund der Nachladezeit, die Indianapolis hat hier die beste Brandwahrscheinlichkeit, 14 Sekunden, die Belfast 9% und die Atlanta 5%, aber schießt halt dafür verdammt schnell. AP-Granatenhöchstschaden, da der große Unterschied, 4.600 zu 3.100 zu 2.100. Also da natürlich Indianapolis im Vorteil, aber klar, die schießt auch doppelt so schnell und dementsprechend, wenn man das hochrechnet, dann schaut es auch schon wieder ganz anders aus. Die Flugdauer oder beziehungsweise die Granatengeschwindigkeit, 792 Meter pro Sekunde bei der Atlanta, hier der schwächste Wert. Die Belfast 841 Meter pro Sekunde und die Indianapolis führend mit 853. Also wir sehen, um es einfach zu sagen, die beiden oder die drei Schiffe sind ganz, ganz konträr. Und dementsprechend kann man sie auch nicht wirklich vergleichen. Ich wollte nur mal, dass ihr mal so seht, okay, wo schaut's wie in etwa aus. Ansonsten, ihr habt die Werte, vergleicht einfach selbst mit dem Schiff, das es euch interessiert und macht euch da mal schlau, was ihr wissen wollt. So, jetzt haben wir aber genug aus
dem Hafen. Jetzt schauen wir uns das Spiel an, wie dieses Schiff sich so spielen lässt. Und da sind wir jetzt also auch hier im Gefecht. Wir haben die Karte Verwerfungslinie, sind hier Top-Tier, 7er, 6er, 5er Gefecht. Also da ist schon mal Potenzial dafür da. Gegner hat auch keinen Flugzeugträger, so wie wir eben auch. Also von dem her auch da nichts, worüber wir uns stören müssten. Wobei ein Flugzeugträger ist jetzt für den nicht so das ganz große Problem. Aber ich werde trotzdem versuchen, natürlich hier den so auszuspielen, wie man es meines Erachtens sollte. Das heißt natürlich nicht erste Reihe, sondern viel von hinten. Dann dementsprechend auch die Zerstörer immer im Fokus haben, weil das Radar kommt 8,5 Kilometer weit. Also das heißt, da kann man den auch schon wirklich auf die Jagd gehen. In dem Fall natürlich hydroakustische Suche bei 4,2 deutlich geringer. Und dann dementsprechend auch den Nebelwerfer ausnutzen und den dementsprechend dann ins Ziel bringen. So ist der Plan. Jetzt schau mal, wie das Ganze so funktioniert. Ich bleibe jetzt einfach erstmal hier dran bei der Mutsuki so ein bisschen und wie gesagt, kann da versuchen, gleich mal so ein bisschen aus dem Rauch heraus zu schießen, was die Mutsuki so aufmacht. Jetzt laden wir erstmal HE. Und schauen und hoffen, dass hier bald direkt der Erste sich freiwillig meldet zum Beschießen. Der Königsberg, gut. Pensacola, alles klar. Es werden dann gleich doch so ein paar Leute werden, so wie es aussieht. Und da jetzt noch eine New York. So, jetzt schon mal bremsen. Sonst werden wir gleich innerhalb des Rauchs einfach drüber hinausschießen. Und da jetzt auf die Königsberg. Da, man könnte jetzt natürlich definitiv AP laden, aber dadurch, dass er genau wie ich mir dachte gleich wieder eindrehen wird, hätte mir das nicht viel gebracht. Jetzt die nächste Salve dann mal AP. Und da Samt Zitadelle rausgenommen. Und jetzt mache ich sie mit dem Radar wieder auf, in dem Fall, wenn ich merke, das geht sonst nicht mehr. So, jetzt muss er mehr reindrehen, genau so. Jetzt können auch die Zitadellen dann da beschossen werden. Dementsprechend, auch der hat geklappt. Auch der ist zerstört. Und jetzt hier noch auf die New York. Jetzt haue ich mal ein bisschen ab. So, Gott sei Dank, jetzt konzentriert sie sich auch nicht auf mich. Jetzt muss ich nur... immer schön weiterschießen.
Also bisher läuft's gut. Da kann ich jetzt leider nicht hin. Ach, Entschuldigung. Das ist halt das, wenn man aufnimmt und dann klingelt jemand an der Tür. Aber in dem Fall geht's ausnahmsweise mal nicht. Da hat jemand gerade den Bedarf. Aber das ist jetzt erstmal wichtiger. Und auch der ist zerstört. Und da hinten jetzt die König. Da jetzt dementsprechend auch hier weiter Gas mit HE. Brennt jetzt auch, sehr schön. So, jetzt hat er mich als Ziel ausgemacht. Jetzt bremse ich wieder ab und habe vor, wieder ein bisschen den Rauch zu nutzen. In dem Fall macht noch mein Schlachtschiff den ganzen auf. Und ansonsten nehme ich gleich das Radar. Da hat er jetzt wenig Chancen, muss man ganz ehrlich sein. Und damit sollte der jetzt eigentlich auch weg sein. Ich gebe schon mal wieder Gas. Genauso ist es. Und da hinten steht auch noch einer. Ohne Kongo. Angezündet, sehr schön. Sie konzentriert sich da nicht auf uns. Ich muss auch mal langsam wieder zu dem A-Punkt rein, weil sonst holt der Gegner sich da alle Caps. Das wäre jetzt auch nicht von Vorteil. Hab hier auch Gott sei Dank die König an meiner Seite. So, jetzt brennt sie nochmal. So, ich bin zwar drin, aber wir cappen noch nicht. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, da steht noch wer. Frage ist, wo steht denn da wer? Ah, die Mutsuki. Das heißt, da werden wir jetzt gleich Torpedos bekommen.
Und da jetzt natürlich wieder eindrehen, um möglichst... Da kommen schon die Ersten. Die laufen aber schön dran vorbei. Und hier die Nächsten. Und auch die... Sehr gut. Hat geklappt. Und jetzt da die Kongo gleich. Ich reduziere mal meine Geschwindigkeit so ein bisschen, weil ich auch wieder in 10 Sekunden meinen Nebelwerfer habe. Noch schaut sie nicht auf uns. Sondern jetzt... Zündet mich da an. Problem gelöst. So, jetzt wieder mit dem Radar aufmachen. Jetzt kommt die natürlich in eine sehr, sehr unangenehme Distanz. Aber der Rauch macht es möglich, dass wir hier noch weiter schießen können, ohne dass wir aktuell aufgehen. So, jetzt werde ich dran vorbeikreuzen. Jetzt kommt sie mir dann doch zu nah, weil bis sie ihre Kanone dann dreht, dauert es auch dementsprechend. Ach, 1000 Schaden. Und die Krake. Also die Runde läuft phänomenal, aber ich glaube, man sieht auch wirklich, was hier die Stärken und Schwächen des Schiffs sind. Da werde ich beschimpft, weil ich den nicht finde, was ich hier an Arbeit leiste, ist sensationell, aber gut. Naja, manche müssen halt da dementsprechend sich austoben. So, ich fahre jetzt auf den B-Punkt erstmal drauf. Ich finde es aber gut hier, die König bleibt hier immer bei mir dran. Der Mr. Motti, der macht es sehr, sehr schön. So kann man da den Verband wirklich auch ausnutzen. Das ist eine meiner wirklich besten Tier 7 Kreuzerrunden, ohne Frage. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass jemand geklingelt hat. Aber gerade in so einer Preview, da will man das natürlich alles so zeigen, wie es möglich ist. So, jetzt bin ich offen. Jetzt machen wir mal die hydroakustische Suche gleich an. Nicht, dass der wieder 3 Meter vor mir steht, aber das schaut noch ganz gut aus. Und ansonsten wird hier gleich natürlich einfach mal das Radar gezündet. So, jetzt ist es an. Aber sind alle scheinbar weit genug weg. Also von dem her
holen wir uns jetzt einfach mal den Punkt. Ich muss natürlich ein bisschen den Kurs korrigieren. Ich hatte ehrlicherweise da. So, der C-Punkt wird da schon eingenommen. Durch die Königsberg. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Ja, die Tops laufen natürlich ins Leere. Weil klar, dass man natürlich den Kurs so lange nicht hält, sollte außer Frage stehen. So, jetzt wird hier gecapped. Der cappt auch nicht gegen, das heißt, der steht nicht mehr im Cap drinnen. So, und dann orientiere ich mich jetzt einfach mal vom Schießen her gleich so ein bisschen auf die Bayern. Torpedos voraus! Torpedos auf Backbord! Jetzt drehe ich natürlich genau in die Torps rein. Boah, ich dachte, ich kann ihn noch dodgen, aber in dem Fall hat er es geschafft. So, da ist er. Sehr gut, weil jetzt bekommt er Besuch, nämlich da drüben von der Königsberg. Die Mine Kase. Sehr gut, dass die Königsberg den C-Punkt da geholt hat. Jetzt muss man aufpassen, dass sie hier nicht in die Tops von dem reinfährt. Jetzt unterstütze ich aber die Königsberg. Also jetzt muss hier unser Schlachtschiff da alleine klarkommen. Und im Zweifel hole ich mir dann auch gleich wieder den C-Punkt. Das war leider zu erwarten. So, jetzt muss ich doch da drüben erstmal unterstützen, weil sonst geht die König da gleich drauf. Sehr gut. Super König. So, jetzt haben wir zwei der drei Caps. Und von den Tickets her schaut es sehr, sehr gut aus. Er schreibt keine Heals mehr und ich habe bei mir ist es exakt das gleiche. Aber jetzt fahre ich mal dann zum C-Punkt rüber, wobei ich jetzt wieder offen bin. Gute Frage, woher das jetzt wieder kommt. Die Kamikaze ist natürlich auch ein sehr unangenehmer Gegner. Aber 1 Minute 10, also von dem her läuft es ganz gut. Es darf nur keiner mehr zerstört werden. Ich treffe, aber ich mache ihn nicht weg. Unglaublich ärgerlich. ...30 Sekunden noch. Muss ich echt aufpassen, nicht, dass ich jetzt zerstört werde. Aber ich kann jetzt auch nicht großartig beidrehen und wegfahren. ...10 Sekunden.
Und da ist er. Und weg. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Da passt es. Da ist die Runde beendet. Ja, es war eine sensationelle Runde für ein Preview. Wie gesagt, bis auf die Unterbrechungen durch das Klingeln, aber ich glaube, das hat keinen großartig gestört, war sensationell. 630.000 Credits, 180.000 Schaden, 7 Zerstörungen. Also ich glaube, da muss man sagen, das zeigt das Schiff, was es kann, beziehungsweise 6 Zerstörungen. Was ist das? 7 Zitadellen, Entschuldigung. 6 Zerstörungen, 2600 Baseerfahrung. Schaden durch Aufklärung, da natürlich nicht so viel potenzieller Schaden, da schon etwas mehr. Und die Kreditausbeute am Ende waren wirklich 582.000. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin alles Gute, ähnlich gute Runden. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.